Lars Sørensen. Hallo. Oh, Wahnsinn. Ja, ich bin der Lars, Lars Sørensen, und ich bin über 30. Vielleicht können wir das nochmal so wie bei den anonymen Alkoholikern, den anonymen über 30-Jährigen, werden wir mal probieren. Also wenn ich sage, hallo, ich bin Lars und ich bin über 30, dann sagt ihr, hallo Lars. Ne? Hallo, ich bin der Lars, ich bin über 30. Ja, das stimmt übrigens wirklich. Ich weiß, dass man es mir an guten Tagen nicht ansieht. Also von Weitem. Also von Neu-Ulm aus vielleicht, ich weiß nicht. Stimmt aber wirklich, ich bin 1977 geboren. 1977, das Jahr, in dem Groucho Marx, Elvis Presley und Charlie Chaplin starben. Es wäre jetzt ein bisschen vermessen, da einen schicksalhaften Zusammenhang zu sehen, aber lückenlos war der Übergang schon. Was, ja, der dauert. Das ist Kabarett, ne? Da nimmt man auch eine Pointe mal mit nach Hause, ne? Und sagt sich nach 3 Tagen, ich hab's immer noch nicht verstanden. Ich befinde mich also schon seit längerer Zeit in dieser Kategorie Ü30. Noch ein paar Ü30er heute Abend hier. Keine Scheu. Hände hoch. Doch so viel. Wahnsinn. Einer. Du bist doch nicht über 30. Welche Creme nimmst du, Alter? Nee. Wirklich, das, ich meine, aber Ü30? Ü30, wie kann das eine Kategorie sein? Das ist ja nicht mal ein Wort, Ü30. Das klingt mehr wie eine Landstraße bei Dresden. So. Achtung, Autofahrer, auf der Ü30, Richtung Rottendorf und Villa, kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte umfahren Sie spät weiträumig, am besten Sie fahren gar nicht erst los. Ü30, Wahnsinn. Aber was mir neulich mal wieder aufgefallen ist, und das war, als ich in der Disco stand und ich ein junges Mädel nach der Uhrzeit fragte und sie sagte, für dich ist auf jeden Fall Bettzeit, Oldtimer. Ja, unsere dem Jugendwahn verfallene westliche Welt setzt Ü30 offenbar mit Scheintod gleich. Und auch mit sexuell nicht mehr zurechnungsfähig oder so. Und immer wenn ich was nicht kapiere, dann frage ich meinen Papa. Und ich frage, Papa, wo kommt das her? Ich will das ja verstehen. Und er sagt, Mensch, vor über 40 Jahren gab es das schon mal. Vor über 40 Jahren hieß es schon einmal, trau keinem über 30. Erinnert sich noch jemand? Ich habe keine Gehhilfen draußen gesehen. Deswegen, trau keinem über 30. Ein totgeglaubtes Motto erlebt eine Wiedergeburt, eine Renaissance. Trau keinem über 30. Das war früher das Aufbegehren der 68er-Jugend gegen die schuldbeladene Elterngeneration. Heute ist Trau keinem über 30 das Abstecken des sexuellen Betätigungsfeldes. Quasi die Demarkationslinie zur Nekrophilie, wenn man so will. Ja. Früher hieß es, wie konntet ihr das zulassen, Alter? Heute heißt es, die Hose kannst du zulassen, Alter. Und die Ü30er, die haben das übernommen. Die Ü30er schämen sich ihres Alters. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn ein Ü30 nach seinem Alter gefragt wird, dann sagt er nicht sein Alter. Nö, er gibt als Antwort sein Geburtsjahr zurück, in der Hoffnung, dass sein Gegenüber nicht rechnen kann. Oder beim dritten Rechenansatz aufgibt. Pisa muss ja nicht per se von Nachteil sein. Das Ü30-Problem haben übrigens ausnahmslos Männer. Das muss man nochmal dazu sagen, weil Frauen ja nie 30 werden. Was auch den Männerüberschuss auf den Ü30-Partys erklären dürfte. Nein, Frauen werden 29 und sie bleiben 29. Aber um anzudeuten, in welcher Jahreszeit dieses nicht enden wollenden Jahres sie sich gerade befinden, hängen sie noch einen Buchstaben dran, einen lateinischen. Frauen werden 29a, 29b, 29c. Frauen können 29f sein, das kannte ich bisher als Seitenangabe. Nein, Frauen können 29f sein. Und wenn das lateinische Alphabet nicht mehr ausreicht, kann man ja noch auf das Kyrillische zurückgreifen. Zuletzt vielleicht auf Runen oder Keilschrift, aber da bewegen wir uns jetzt schon in Zahlenbereichen, wo der Oberbürgermeister, ist das schon nass? Ja, das kumuliert, ne?
Aber da bewegen wir uns ja schon in Zahlenbereichen, wo der Oberbürgermeister zum Gratulieren zum Geburtstag persönlich vorbeikommt. Und ich erzähle unheimlich gerne, weil ich Kind der 80er Jahre bin, ich erzähle unheimlich gerne über die 80er Jahre, weil das so meine Prägezeit war. Und das war natürlich auch eine ganz harte Zeit, die 80er Jahre, muss man sagen. Also zumindest auch optisch, ne, von der Mode her. Also ich erinnere mal an Stoned Wash Jeans, Acid Wash Jeans. Erinnert sich noch jemand an diese Hosen mit diesen riesigen weißen Flecken? Acid Wash Jeans? Wenn man so jemanden von weitem mit so einer Hose gesehen hat, dachte man, ach guck mal, der Malergeselle kommt von der Arbeit. Also optisch eine ganz harte Zeit. Und wir hatten, als Kinder hatten wir lustige Taschenbücher von Disney. Die gibt es heute auch noch. Kennt das jemand? Lustige Taschenbücher? Aber wir hatten lustige Taschenbücher, die waren nur jede zweite Doppelseite farbig. Rest musstest du ausmalen, das war Kinderarbeit. Das war eine ganz harte Zeit. Und wenn man was über die 80er Jahre erfahren möchte, muss man die großen Philosophen befragen. Und der größte Philosoph der 80er Jahre ist zweifelsohne Falco. Weil Falco hat gesagt, wer sich noch an die 80er Jahre erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. Hä? Ich hingegen musste die 80er Jahre bewusst miterleben, ich kam ja an das Zeug noch nicht ran, was sich Falco reingepfiffen hat. Also was Gutes aus den 80ern, worüber kann man reden? Man kann nicht den ganzen Tag über Katastrophen sprechen, also so Challenger, Tschernobyl, Rick Astley vielleicht. Irgendwas Gutes. Und ich komme immer wieder auf zwei Themenbereiche, Walkmänner und Umweltschutz. Walkmänner. In den 80er Jahren wurde die portable Musik erfunden. Walkmänner ist übrigens der richtige Plural. Wenn ihr heute Abend was lernen wollt, Walkmänner, Discmänner, Nordic, Wikinger, das sind so die Plurale, die man so drauf schaffen muss. Walkmänner, das waren tragbare Kassettenspieler. Tragbar. Auch ein Koffer ist tragbar. Wenn man den so am Gürtel festgeklebt hat, bekam man schon leicht Schlagseite. Und hallo, der Krieg war gerade erst vorbei. Drei Tasten, nur drei Tasten. Stop, Play, Fast Forward. Rewind kostete extra. Also der schnelle Rücklauf war mehr was für die Besserverdienenden. Und wenn man bloß so eine Schmalspurversion, so eine, sagen wir mal, Hartz-IV-Edition von so einem Walkman hatte, hatte man ganz schön zu tun, wenn man das Lied, was man gerade gehört hat, nochmal hören wollte. Da hieß es nämlich, Kassette, rausnehmen, umdrehen, reintun, Vorspulen, Stopp, rausnehmen, umdrehen, reintun, Play. Scheiße, noch nicht weit genug. Rausnehmen, das war eine ganz harte Zeit. Da hatte meine einzige Kassette mit mühsam aus dem Radio aufgenommenen Hitparaden-Stürmern, meine einzige Kassette auf dieser langen Fahrt von Husum an der Nordsee nach Zell am Hamersbach im Schwarzwald, meine einzige Kassette hinter dem Elbtunnel schon Bandsalat. Und ich hatte eine 11-stündige Autofahrt, Gelegenheit, sämtliche Oldie-Sende der Republik kennenzulernen. Simon und Garfunkel, Manfred Mann's Earth Band und Hey, The Hollies. Und die sangen auch Silence is golden, golden. Warum singt ihr dann? Und Simon und Garfunkel vor allen Dingen. Ich habe irgendwann angefangen, diese Musik selber zu hören. Ich wurde mit 23 zu The Sound of Silence von Simon und Garfunkel entjungfert. Furchtbare Zustände. Furchtbar. Nee. Und dieses Bandsalat-Trauma, das wirst du dein Lebtag nicht los, das ist für immer hier drin. Ich habe mich neulich beim iPod hören bei dem Gedanken ertappt, scheiße, wenn mir der iPod mal ausleiert, wo stecke ich da den Bleistift rein? Alter. Und was hatten wir in den 80er Jahren noch? Umweltschutz. Wir Kinder der 80er, wir waren die Generation Umweltschutz. Ich meine, was haben sie uns das Umweltbewusstsein eingebläut oder vielmehr eingegrünt, könnte man sagen. Es gab ja Zeiten, da wurdest du von deinen Mitschülern gemobbt, wenn du auf weißem Papier geschrieben hast. Nein, das musste Recyclingpapier sein. Wenn du weißes Papier hattest, chlorgebleichtes, holzhaltiges Papier, da kamst du von deinen Mitschülern in echte Erklärungsnöte. Ja, das sind noch Restbestände aus den 70ern, die haben meine Eltern damals erworben. Ey, Alter, nimmst jetzt das Heft, gehst in den Wald und pflanzt es wieder ein, sonst gibt's Mische. Nein, das musste Recyclingpapier sein, grau-braunes Recyclingpapier, Holz aus zweiter Hand. Das war Papier, auf dem jeder Bleistiftstrich im Nirvana verschwand. Das war Papier, auf dem Tinte verlief wie auf Löschpapier. Das war Papier, vor dem jeder Fotokopierer kapitulierte. Und dieser Papier in der Wahnsinn hörte ja auch nicht bei den Schulheften auf. Ich sag bloß Umwelttoilettenpapier. Junger Mann, erinnern Sie sich noch an Umwelttoilettenpapier? Wenn Sie sich nicht mehr erinnern sollten, Ihr Hintern schon.
Also ich weiß nicht, was gut situierte Bürger damals geritten hatte, sich einlagiges Umwelttoilettenpapier. Klar, es musste einlagig sein, sonst bekam man es nicht mehr aufgerollt, ist klar. Nein, und ich habe so eine Theorie. Ich glaube, man wollte sich mit diesem einlagigen Toilettenpapier so ein bisschen Urlaubsfeeling ins Haus holen. So, wenn Sie jetzt Ihr Gesäß nochmal befragen, dann hatte dieses Papier auch schwer etwas von dem der Autobahnraststätte Kassel-Ost. Also wenn mich so unterwegs mal ein dringendes Bedürfnis überfiel und ich da diese käseleibgroße Rolle auf der Halterung sah, da habe ich nicht nur für einen Moment mit dem College-Block in meinem Rucksack geliebäugelt. Ich sag's mal. Nein, 100% Recycling, das war der zu erfüllende Soll. Es durfte sich kein Quäntchen Holz mehr in einen Verbrauchsgegenstand wie Papier verirren. Aber dieses Umweltbewusstsein hat offensichtlich nicht lange angehalten. Und das habe ich neulich, also ich kenne zum Beispiel Leute, die setzen sich bei jeder Gelegenheit in ein Flugzeug. Ich kenne Leute, die verwenden Kaffeemaschinen, die bei jeder tastenweisen Brühung einen Haufen Müll produzieren. Und ich kenne Leute, die fahren wieder mit dem Auto zum Brötchen holen. Mit dem Auto zum Brötchen holen. Gut, ich kann verstehen, dass man jede Chance nutzen will, es in Smart mal so richtig vollzupacken. Aber mit dem Auto zum Brötchen holen, bitte. Nee, aber ich habe es ganz persönlich gemerkt, dass das Umweltbewusstsein sich gewandelt hat beim Frühstück. Ich saß neulich bei meiner Schüssel Müsli, schmeckt übrigens auch verdammt nach 100% Recycling. Und ich las den stolzen Aufdruck auf dem Milchkarton. Da stand drauf: Dieser Tetrapack besteht zu einem überwiegenden Teil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Ein Tetrapack. Aus Holz. Und das einer Generation wie mir, die noch jeden Baum einzeln umarmt hat. Vor 25 Jahren wäre eine Armada von gebartigten Bärtigen nebst ihren Ehemännern auf die Straße gegangen und hätte gegen die Verpackungsindustrie demonstriert. Und was wären Ihnen für tolle Parolen eingefallen? So, mein Freund, der Baum, er war einmal, seine Leiche steht im Kühlregal. Oder Buchen, Erlen, Eichen, alle mussten weichen. Du findest sie jetzt klein gehackt als Milchkarton von Tetra Pak. Und da muss ich sagen, meine Oma hatte nicht mit allem recht, aber mit einem hatte sie recht. Früher war nicht alles schlecht. Dankeschön.